Hast du dich jemals gewundert, was deine Katze in dir sieht? Wenn du gedacht hast, sie sieht dich als Meister oder Diener an, liegst du leider falsch. Deine Katze sieht dich auch nicht als einen Menschen an, sondern eher als eine große Katze mit seltsamem Verhalten und ziemlich wenig Haaren. Daher interpretiert sie deine Körpersprache und deine Laute so, als wären es die von einer Katze. Dein ganzes Verhalten wird also mit dem einer anderen Katze verglichen. Weckt dich deine Katze manchmal früh morgens? Das ist die perfekte Zeit, um aufzustehen und zu jagen. Außerdem ist es für sie ungewöhnlich, dass du so lange regungslos daliegst. Daher sieht sie nach dem Rechten. Wenn du zur Schule oder Arbeit gehst, denkt deine Katze, dass du jagen gehst. Kommst du also mit leeren Händen nach Hause, ist das kein gutes Zeichen für sie. Daher verwende einfach folgenden Trick. Gib ihr immer, wenn du nach Hause kommst, ein Leckerli und sie denkt, dass du der weltbeste Jäger bist, der ihren Respekt verdient hat. Bleib also niemals zu lange weg und lass deine Katze alleine. Ansonsten könnte sie denken, dass dir auf der Jagd etwas zugestoßen ist. Wenn du also das nächste Mal ein komisches Verhalten bei deiner Katze beobachtest, denke einfach daran. Deine Katze behandelt dich einfach als Teil ihrer geliebten Katzenwelt.